willkommen zu The Grillschunkie. Heute der erste Weihnachtsfeiertag und wir machen uns eine leckere Neuseeland-Lammkeule. Gestern Abend habe ich sie noch eingelegt. Das zeige ich euch drinnen und danach gehen wir gleich darüber zum Grill, wo sie aufgelegt wird. Auf. Dann über. Nee, ich muss sie ja erst holen. Heute mal eine nächtliche Übersicht, nachts um 1.20 Uhr. Eine wunderbare Neuseeland-Lammkeule, 1350 Gramm in etwa, mit Knochen. Zwei Limetten, Presse dazu, ein Mixer, Pfeffer, Salz, Rosmarin, Zwiebel, Knoblauch und etwas Rotwein. Das ist soweit alles, was wir jetzt erst einmal dafür benötigen. Halt, auf der anderen Seite steht noch der Vakuumierer. Aber wir legen jetzt erstmal los mit unserer Mixtur. Und dazu werden wir vom Rosmarin die ganzen Blätter abzupfeln. Soweit wie es geht. Das sollte reichen. Unsere Knoblauchzehen. Auch einfach geschält komplett mit rein, die zwei Zwiebeln mit rein. Wir pressen die Limetten noch aus. Das wunderbare Wachstum hat schon wieder eingesetzt bei mir. Das Ding ist auch schon wieder gewachsen. Eindeutig zu klein gewesen. Den Limettensaft hinzufügen. Genaue Mengenangaben gibt es hierfür wieder nicht. Es ist wieder eigentlich nach Gefühl. Aber wer sowas schon öfters gemacht hat, dürfte damit eigentlich ganz und gar kein Problem haben. Salz, Pfeffer und zum Schluss noch ein schöner Schluck Rotwein. Deckel drauf und mixen. Den Lärm muss ich euch aber jetzt nicht zumuten. Und schwuppdiwupp haben wir eine wunderbare flüssige Marinade. Wunderbar, wunderbar, sage ich nur. Dann widmen wir uns der Lammkeule. Diese werden wir jetzt schauen, dass wir von überflüssiger Haut und Fett befreien. Nennt man das jetzt auch parieren beim Lamm? Keine Ahnung. Und wenn das geschehen ist, hole ich euch wieder hinzu, weil, naja, ein Weilchen werde ich da jetzt wahrscheinlich noch beschäftigt sein. Fertig zugeschnippelt. Ich denke mal, das passt soweit. Da ist Knochen. Die Meinung von einem Zuschauer täte mich jetzt wirklich brennend interessieren dazu. Und ja, Frank ST, ich meine dich. Deine Meinung dazu würde mich jetzt wirklich ganz speziell interessieren. Wir haben den Beutel außen wieder umgeschlagen. Dann können wir unsere Marinade hinzufügen. Schön durchwalken, dass überall hinkommt. Und dann können wir es auch schon einvakuumieren bis morgen. Und dann ziehen wir das Vakuum. Oh, 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 oh. Das ist wohl dieses Mal nichts mit dem Vakuum. Hat es zu viel von der Brühe rausgezogen.
das erste Mal, dass mir mein Caso fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, weil er wirklich hier oben die Flüssigkeit zu sehr angesaugt hat, aber mein Gott, es muss kein hundertprozentiges Vakuum sein, das reicht so vollkommen, auf alle Fälle besser als in der Schüssel, es ist wunderbar, hier, bitteschön nochmal, so bleibt es, Lamm, die Lammkeule, die nächsten 10 bis 12 Stunden im Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. Ich war ja glaube ich eh gerade draußen. Also, war ja nur der kurze Rückblick. Hier noch kurz das ganze Equipment, was wir mit rausnehmen zum Grill. Unsere Lammkeule, ganz klar, einen Bräter und die Zange. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Es kann sein, dass man nachher noch mit einer Suppenbrühe die Lammkeule übergießen, aber das sehen wir dann, je nachdem wie sie auf dem Grill aussieht. Und jetzt gehen wir aus. Dann können wir auch schon auflegen. Ich stelle gleich die Schale im indirekten Bereich und die Lammkeule tun wir kurz direkt angrillen. Von beiden Seiten und danach, wenn ich sie in die Schale tue, sehen wir uns wieder. Von beiden Seiten etwas angegrillt, tun wir jetzt hier noch etwas von der Marinade hinein. Da legen wir die Lammhaxe hinein. Drauf. So. Und etwas noch drüber. Dann wird der Grill auf ca. 150-60 Grad eingeregelt und wir werden in einer halben, dreiviertel Stunde mal wieder danach sehen und dann entscheiden, ob wir noch eine Brühe drüber kippen oder nicht. Aber ich denke, wir werden noch was draufschütten, damit wir hinterher auch ein leckeres Döschen bauen können. Dann werden wir mal etwas aufgießen. Ganz einfach klare Delikatesse, Gemüsebrühe oder ähnliches. Und den Rest kippen wir später noch drüber. Halt. Da war noch was. Und zwar ein Thermometer zur Überwachung der Kerntemperatur. Ich werde es wieder ziehen bis ca. knapp 80 Grad, dass es schön durchgegart ist, so wie wir es mögen. Es ist wieder nachts in Deutschland, etwas über eine Stunde. Kerntemperatur liegt bei etwas über 50 Grad mittlerweile. Ich werde den Braten jetzt mal umdrehen. So erspare ich mir jetzt auch das Döschen abzuschöpfen und drüber zu kippen und das Thermometer wieder einführen. Bling, Licht aus, Kamera aus. Ja Leute, wie war das mit dem Desaster? Das Ding reitet mir die ganze Zeit auf 60, 65 Grad rum. Hat das auch eine Blödphase? Nun ja, ich bin noch nicht der Lammexperte. Wir werden sehen, wir warten ab. Auf alle Fälle kommt er nachher nochmal auf die Kohlen. Schatz, will die Haxe etwas dunkler haben. Gut, wird sie nochmal nachgegrillt. Aber so langsam steigt die Kerntemperatur. Und in guter Hoffnung, dass wir bald essen können.
Nun, es hat gewirkt. Temperatur ist auf 73 Grad hochgegangen. Wir werden es jetzt nochmal schön direkt angrillen. Ein zweites Mal eben. Die Soße gleich runternehmen. Beziehungsweise Soße ist es ja noch nicht ganz. Das wird es ja noch. Und sehen uns nachher gleich drinnen wieder. Den Haxen nochmal schön angeknuspert. Wunderbar. Und nun geht's mit diesem Topf und der Soße weiter. Der Haxen wird jetzt noch warm gestellt. Die Soße macht heute Chefin des Hauses. Noch etwas mit Wasser aufgegossen. Dann einen dunklen Soßenbinder hinzugefügt. Einen Schluck Rotwein. Das Ganze wird nun aufgekocht. Oh, riecht es jetzt schon lecker. Und? Ah, scheint zu schmecken. Gut. Nun, ich denke, die Soße ist fertig. Haha, erwischt, es ist noch ein Schluck Sahne hinzugekommen. Und als nächstes sehen wir uns am Tisch. So sieht es nun aus auf meinem Teller. Jawohl, ich werde mir jetzt ein Häppchen abschneiden und es mal probieren. Mhm. Lecker. Dazu eben noch den Kartoffelsalat von gestern. Wir lassen es ja nicht schlecht werden. Aber wir essen jetzt und sehen uns nachher nochmal kurz zum Fazit. Hohoho, das war's mit Weihnachten 2014 und weg damit. Nun, das Lamm, wirklich sehr saftig, obwohl es etwas länger drauf geblieben ist auf dem Grill, als geplant war, aber vorzüglich. Ob noch ein Video kommt dieses Jahr, ich glaube nicht. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2015. Alle Abonnenten, die mich auch noch abonniert haben in 2014, mein erstes Jahr auf YouTube, ein herzliches Dankeschön und ich werde so weitermachen und werde euch hoffentlich nicht enttäuschen. 2015 werden wir wahrscheinlich gleich noch starten,
es aus mit dem vergangenen Silvestergrillen. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr, euer Grilljunkie. Ciao. Knoblauch. Schatz, wie heißt das Zeug schon wieder? Rosmarin. Verdammt. Nachts um 1 Uhr. Blablabla. So Zewa mit Speiseöl halten zum Anzünden. Kann man schöne Rauchzeichen machen. Nun gut, der Kartoffelsalat.